So, gucken wir ins Video von Daniel Abt. Leute, herzlich willkommen zum Behind the Scenes von Need for Speed Most Wanted Real Life. Leute, es ist wieder soweit. Wir wollen zum Ende des Jahres ein krankes Projekt machen und dafür haben wir natürlich krasse Autos, sehr, sehr geile Gäste und... Gut, ob der Gast da... Und dafür haben wir natürlich krasse Autos, sehr, sehr geile... Ob die Gäste jetzt wirklich geil waren, darüber lässt sich an dem Punkt direkt streiten. Aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir gucken rein. Gäste und ich bin extrem gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt seht ihr, wie wir das Ganze drehen und wie es aussieht. Deswegen ganz viel Spaß. Digga, da steht ein 488 Piloti. Und ich war an dem Tag nicht da, Digga. Das ist mein absolutes Lieblingsauto. Let's go. Scheiße, Alter. Hallo Freunde, grüß euch. Wir fahren jetzt hier ein bisschen. Also ich muss aber wirklich sagen, ich habe ja Daniel Abt jetzt die letzten Male ein bisschen kennengelernt und ein bisschen getroffen und ich muss wirklich sagen, Daniel Abt ist ein absolut tiefenentspannter Typ, wirklich sehr, sehr korrekter Typ und ich muss auch sagen, unsere gemeinsame Vergangenheit, unsere gemeinsame Historie ist auch sehr, sehr lustiger Punkt, mit dem wir natürlich absolut entspannt umgehen, aber ich muss wirklich sagen, echt ein korrekter Typ. Eine wilde Polizeijagd, ne? Tobi und ich, also Tobi im A1, ich im Lamborghini. Wir müssen jetzt der Polizei Sascha als Maul kommen. Also alles wie immer. Hey, ja, ja. Geil. Schaut mal bitte, ob das hinten passt. Ein bisschen gerade noch. Gut so. Wir sind jetzt Polizisten neuerdings. Warte, nicht mal, nur ja. Model, ja. Oh, ja. Sondern Polizist. Wäre mir neu, dass hier irgendjemand Model ist. Okay, los geht die wilde Fahrt, Leute. Und ruhig nebeneinander schon fahren. Schon nebeneinander fahren. Langsamer. Langsamer. Oh, Spendi, 41 Monate. Sag ich mal, lieber noch nichts. Hat's geklappt? Ah? Ach, du hörst nichts mehr. Es ist so laut, wirklich. Hörsturz. Scheiße. Tun die Ohren weh, es vibriert alles. Einen wunderschönen guten Tag. Servus. Grüß dich, mein Lieber. Servus. Kann ich dir was anbieten? Kaffee. Egal, ich weiß echt nicht, ob der Typ im Video dabei sein muss. Übles Ding, wirklich. Übles Ding. Ja, mal ein Woa. Was? A Woa, please. Und wie laufen die Dreharbeiten? Alles gut? Ja, wir haben noch nichts gedreht heute, aber sonst. Also ich finde auf jeden Fall gut, dass du als, also als Up-Rip Presenter hier mit dem Porsche rumfährst. Ja, ne? Ja. Wie fährt sich der Wagen? Geil. Ich kann nachher mal fahren. Wir fahren eh mit dem rüber. Oh ja, bitte. Ey, Digga, ehrlich, Daniel hat hier einfach ein GT2 RS am Start. So ein, wirklich so ein geiles Produkt. Also da muss ich wirklich sagen, wäre der Typ in OW Hero dann Junkrat? Jetzt ist Schluss. Oh Mann. 300. 310. 320. Ist das jetzt schon für den Kinofilm, den du drehst? Nee, für Behind the Scenes. Ah, das ist für die Behind the Scenes. Die Stunde hat geschlagen. Perfekt, perfekt. Ja, bin ich mal gespannt, ob ich heute meine Schauspiel-Skills auspacken kann. Freitag haben wir mit Marc gedreht. Ja, mhm. Er macht halt alles für die Sales. Ne? Das ist halt wirklich so, Marc macht wirklich alles für die Sales. Hat sich auch wieder neulich herauskristallisiert. Marc ist einfach durch und durch Geschäftsmann, wenn man es so nennen möchte. Ne? Ich bin gerade so neben der Spur, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Niemanden bezahlt, sie kommen alle freiwillig hierher. Hä? Ja, bitte? Außer den Cupra, den du kriegst. Okay, ja, okay, ich würde schon sagen.
Du musst mir auf jeden Fall noch ein paar Karren von euch hier zeigen. Ja, jetzt können wir noch eine Runde drehen, ich zeige mal ein bisschen. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte auf jeden Fall mal Bock auf eine Episode, wo ich mit Daniel ABT zusammen bei ABT mal durchs Werk gehe und sage, lass mal den Wagen heizen. Muss ich wirklich sagen, wäre ein Video, was ich mir nie angucken würde. Genauso wie das letzte Inscope 21 Video. Hat niemand gesehen. Ich denke mir so, geil, Mann, ich stecke richtig viel Mühe rein. Keiner hat es angeguckt. Da denkt man sich doch als Creator auch einfach nur so. Ja, ich muss natürlich schon sagen, da kommt natürlich, ist es eine Geschmackssache, ne? Mit diesem extrem Bulligen, aber ich find's geil. Ja. Aber das ist ein RS4, oder? Nee, das ist ein RS6. Echt? Ja. Wie viel PS hat er jetzt, wenn du den machst? 800. Ja. Geht schon gut ab. Oben haben wir ein Motorsportmuseum, können wir auch gehen. Warte ganz kurz, jetzt kommt hier auch die Sonne raus. Perfekt, Digga. Haben sich auch schon... Boah, kam gar nicht mal so schlecht, Digga, warte mal. Wie eine Fliege, Digga. Perfekt, Digga. Haben sich auch schon alle hier eine Gruppe vorgestellt? RS4, ich kenne mich da nicht aus, muss ich euch ehrlich sagen. Den FLOG hier? Mehr oder weniger, aber du kannst das gerne auch übernehmen. Wenn okay, wir machen jetzt noch mal eine kurze Runde. Jeder stellt sich kurz vor, sagt ein, zwei Takte zu sich. Was geht ab, Leute? Ich bin's, euer Letzo. Wir machen hier die kurze Rundtour. Sagt ihr DTM was? Nee. Hier stehen die ganzen DTM-Fahrzeuge von Abt. Ach, nächster Kandidat, bitte. Hallo, ich bin der Otto. Das ist der Schäfchen aus Österreich. Der war bei den Dreharbeiten ganz übel unterwegs. Ey, ich schwör's dir, der war der extremste NPC bei den Dreharbeiten, aber extrem lustig. Und ich bin auch. Ey, Spendi, Digga, das war so lustig, Alter. Auch hier. Hi, ich bin Luisa und ja. Könnte man den auch mit Straßenzulassung bekommen? Hi, ich bin Luisa und ja, perfekt. Ist schwierig. Sorry, ich angefangen. Das ist mein Kart von früher. Wie oft gehst du denn fahren überhaupt? Also Rennstrecke. Jetzt noch? Ja. Nicht viel. Aber welchen? Aber wir können eigentlich mal gehen. Also ich würde jetzt nicht Nordschleife fahren, aber vielleicht irgendeine Grand Prix-Strecke. Weil nochmal Nordschleife, ich denke, dann sterbe ich. Aber du musst deine Angst überwinden. Nee, es geht nicht darum. Ich kann es einfach nicht einschätzen, Digga. Ich fahre einfach und vergesse zu bremsen. Aber Sascha fällt mir. Ich bin wirklich so ein schlechter Fahrer auf der Rennstrecke. Es ist unfassbar. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Da fahre ich 5 Runden Nordschleife damals. Ich denke mir so, geil, Mann, jetzt hast du den Dreh endlich raus, Dog. Jetzt latsch voll in die Eisen und mich haut mit 200 aus dem Schwedenkreuz. Und ich versenke das Ding 56 Meter in der Leitplanke. Ich weiß auch nicht, was es bei mir ist, aber ich bin einfach der letzte Bastard. Ja, der fährt wirklich gut, ja. Ja, cool, dass er kommt. Ja, ey, ehrlich, korrekt von ihm. Nee, da, es stimmt, du hast recht. Da gehen nochmal herzliche Grüße raus an Sascha Hedinger, der sich gestern ein leichtes Handgelenk verstaucht hat, deswegen kann er leider nicht kommen. Ist absolut verständlich, oder? Ja. Sascha ist so ein Knecht, was sowas angeht. Ich sag's euch ehrlich. Sascha ist bei solchen Aktionen teilweise der unzuverlässigste Wichser, den man sich vorstellen kann. Der Typ kommt auch mit den schlechtesten Ausreden um die Ecke. Er hat sich sein Handgelenk verstaucht und deswegen kann er nicht beim Dreh mitmachen. Was für ein Scheißgelaber. Der kann auch einfach direkt sagen, du Dani, was geht? Hab gemerkt, ich muss morgen zu deinem scheiß Dreh kommen. Hab gemerkt, überhaupt keinen Bock auf die Rotze. Ich komm nicht vorbei. So ist er jetzt auch getan, aber mal verstaucht ein Handgelenk, weiß ich nicht. Also, welche Ausrede kommt da als nächstes? Du, sorry, Digga, ich habe meine Hose nicht gebügelt, ich kann nicht vorbeikommen, oder? Was ist denn das für eine Scheiße, ja, ja? Hast du deinen Text schon? Hast du mal reingeguckt? Ich habe die erste Zeile habe ich geguckt, ja. Aber dann habe ich gedacht, ich improvisiere. Jungs, ihr habt mich vergessen, Mann! Ey, sei mal ruhig jetzt, du Fischerler! Oh mein Gott, da hatten wir so Lachflash. Scheiße, da hatte ich wirklich in den letzten Jahren, das war einer der heftigsten Lachflashes, die ich hatte. Ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen, war sehr heftig, ehrlich. Und der Typ, war das der? Wir brauchen den. Ja, das ist der. Der sieht manchmal aus wie Heptik bisschen. Okay? Jungs, lasst mich raus, Mann. Ich schwöre, Spendi, das war zu gut. Der Typ hier war mit so einem Engagement bei der Sache dabei. Heftiger Typ. Der hat hier den Dreh mit geleitet. Sehr guter Mann hier. Den darf man nicht verlieren. Der ist sehr gut. 488 Pista, den A1, den STO, den R6, den R8, oder? Alter, guck mal, was für ein cooles Auto ist das einfach. Klar, jetzt diese Italien-Flagge hier, weiß ich jetzt nicht, aber so vom Ding her einfach so ein geiler Wagen, Digga. Brutal, 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 brutal. Hier, komplette Rotzkarre. Ist komplett legal, oder? So, das dritte Rennen geht jetzt gleich los. Ich fahre gerade den R8 und wir machen jetzt erstmal eine Starteinstellung. Lyko, das ist der Pista, aber es gibt vom Pista noch eine Special Edition und die heißt Piloti, okay? Piloti. Ich kenne mich da nämlich gut aus mit dem Fahrzeug. Und
Die Piloti-Ausführung hat noch diese Italien-Flagge vorne drauf. Das ist ein ultra seltener Wagen. Ich glaube, der wird mittlerweile auch gehandelt für 600-700k. Den gibt es auch noch in der Ausführung hier. Brutales Ding. Aber den braucht man gar nicht. Man braucht nur den Pista. Nur den Pista. Der Pista alleine ist schon so unfassbar geil. Da braucht man nichts mehr. Guck dir doch mal an, wie schön dieses Auto aussieht. Also besser geht's doch nicht. Mehr geht für mich nicht. Das ist einfach, neben Porsche ist das einfach das absolute Nonplusultra. Jede Farbausführung auch einfach geil, oder? Golf 2 zu krank, Digga. Sascha, das ist es, oder? Wieder probieren, den Understatement-Typ rauszuhauen, Sascha. Aber zu Hause 7 Porsche stehen haben, ne? Ja, man kennt es, Digga. Die eine ist ein bisschen molliger, Digga. Finde ich trotzdem geil. Sascha, das müssen wir zensieren. Ja, ich würde mir mal ganz gerne ein bisschen Interieur anschauen, oder habt ihr da nichts gemacht? Doch. Die ganzen Carbon-Teile, die du siehst. Das ist zum Beispiel ein Auto, wo ich sagen muss, krasses Ding, klar, ist ein übles Schiff und so und viel Leistung und bla bla bla, aber ich muss sagen, mir wäre es einfach zu schiffig. Das Ding ist ein Riesenschiff und das ist einfach vom Gesamtding her zu schiffig. Wow. Ja, das ist euer eigenes Carbon, oder? Also das ist euer eigener Carbon-Look. Das ist unser eigener Carbon-Look. Interessant, ja. Ja, ist schon eine krasse Geschichte, aber so ein Wagen wäre nicht zu mir. Ich sag dir ehrlich, ich mag keine SUVs. Ne? Ich mag nur Sportwagen eigentlich. Also wenn es gehen würde, dann würde ich halt auch einfach nur Sportwagen fahren, aber ich bin halt insolvent. Ja. Habt ihr auch nice Autos hier? Das ist deiner? Du bist ja auch ein Blau da. Einmal bitte aufchargen. Ach, jetzt ist da nur dieser eine Husi-Stecker, Digga. Es geht nicht auf. Aber wir sind auch nur ein Scheiß, Digga. Ist ja offen? Ja, ist offen. Ja, das war die Situation, wo ich nicht gemerkt habe, dass es nur eins auf einer Seite aufgeht und der eigentliche Husi war halt nicht der Wagen, sondern ich. Es ging immer auf. Ich schwöre, ich krieg die Krise. Jetzt habe ich mir das YouTube-Video gerade gegeben und sehe es hier nochmal. Schlechter kann der Tag nicht werden. Doch, Daniel, der Tag ist ja gerade schlechter geworden, weil ich drauf reagiere. Oh Mann, Alter. Ich glaube, du musst hier bleiben, ey. Ich weiß nicht, ob du noch nach Hause kommst. Ey, nee, es war ohne Scheiß. Es ging bisher immer auf. Es ist das erste Mal, dass es nicht aufgeht. Zaubertrick, Mann. Das können nicht beide gleichzeitig offen sein. Das war also doch geplant. Ey, Digga, ich muss echt sagen, wie Porsche das da gemacht hat, richtig gut, ehrlich. Aber das Kabel jetzt ist immer noch zu. Ey, ehrlich, Porsche, ich weiß nicht, ich habe mal gehört, dass anscheinend jemand von Porsche mitbekommen haben soll, dass ich über den Taycan abgerantet haben soll und deswegen Porsche mich jetzt hasst, okay? Ich verstehe das, dass Porsche mich jetzt hasst deswegen, aber der Taycan ist ehrlich ein brutaler Wagen, also ehrlich, ich bin selten einen besseren Wagen gefahren als den Taycan. Nur die Reichweite ist halt das Problem. Ansonsten ist der Wagen wirklich geisteskrank. Ich habe es mir auch vorhin nochmal durch den Kopf gehen lassen. Außerdem fahre ich den Taycan ja gar nicht, ist ja nicht mein Wagen, ist ja der von meinem Vater. Vielleicht musst du nochmal umrechnen. Ja, ja, klar, aber welche? Die haben dich schon vorher gehasst, okay. Jetzt müsste man den Einstecker renoen können. Jetzt geht man hier in die App rein. Und schaltet man. Zack, zack, zack. Perfekt, das hat tatsächlich geklappt. Das ist ja mega easy. Let's guys go. Wisst ihr, wer die Sonnenbrille probiert hat zu klauen? Spendi, die, Digga. Ich sag beim Dreh, ey Bro, kannst du die kurz für mich halten? Dann nimmt er die einfach mit und ich muss ihn anschreiben und sag, ey Bro, sag mal, hast du meine Brille gesehen? Oh ja, ja, die hab ich, die hab ich. Anstatt dass er sich einfach meldet, sagt, ey, du hast deine Brille vergessen. So ein alter Snitcher, der Typ. Ich sag's euch. Wir haben hier so ein geiles Produkt. Wow, Wahnsinn. Nee, aber ehrlich an der Stelle, herzlichen Glückwunsch an Daniel Abt für den GT2S mit Weißach-Paket. Porsche baut einfach, ehrlich, ohne jetzt Schleim zu machen über Porsche, Porsche baut die besten Autos der Welt. Es ist einfach ein Fact für mich, okay? Diese GT-Serie, GT2S, GT3S, das sind die Endlevel-Produkte. Geiler geht es nicht. Ja, es geht natürlich lauter, es geht prolliger, bla bla bla, keine Frage. Aber das ist für mich die Endstufe der Endstufe. Schau mal, in einem 1,9 TDI Passat gesessen. Finde ich auch geil, Digga. Das ist ja mal hier wirklich ein Kfz, wo ich sag, mehr als 200 Kilometer Reichweite. Hey, ehrlich, krasser Wagen. GT2S, Weißach-Paket. Muss ich wirklich sagen, bin ich absoluter Fan von. Kannst du mal fragen, ob du auch fahren darfst?
Nee, fahren will ich nicht, Digga. Nee. Dann nehme ich hier die Felge mit. Ey, mir ist das ehrlich unangenehm. Mir ist es ehrlich unangenehm, mit Autos von anderen, also mit teuren Autos von anderen Leuten zu fahren. Auch wenn ich gerne würde, mir ist es extrem unangenehm, weil ich Angst habe, dass ich was kaputt mache. Ich habe allein schon immer Angst, wenn ich mein eigenes Auto fahre, dass ich was kaputt mache und mich dann selber beleidige. Aber wenn ich jetzt bei jemand, wie war Saschas Auto? Bei Saschas Autos hat es mich wirklich auch, da war es bei mir ganz übel, aber ich habe den Benno gemacht. Das ist, Benno kennt ihr noch von früher, ne? Da gab es mal eine Situation, da hat Benno, okay, da hatte ich noch den C63, da haben alle mal, wollten mit meinem C63 damals fahren und Benno, als dann der Tag gekommen ist, an dem Benno den C63 fahren konnte, saßen wir auch alle im Auto und der Typ ist komplett geheizt wie in seinem Leben noch nicht. So geil war das. Und bei Sascha dachte ich mir so, Digga, ich krieg den Wagen wahrscheinlich das erste und das letzte Mal. Deswegen habe ich Sascha sein GT3 so hergedappt, Digga. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie ich den Wagen getreten habe, Alter. Also wirklich ganz, ganz übel. Mitten in der Nacht aufgestanden, 3 Uhr den Wecker gestellt. GT3 erstmal angeschmissen, Digga. Das Ding erstmal im Leerlauf hoch und runter getreten. Dann komplett auf die Rennstrecke gegangen mit dem Ding. Ich war ja auch Nürburgring und so. Sascha weiß nichts davon, aber sagt sie nicht. Magnesiumfelgen, oder? Ja. Ein Spaß beiseite, war jetzt auch nicht so gut der Witz hier, dass man den jetzt hier wirklich auch nochmal sich merken muss. Also einfach jetzt kurz vergessen, was ich da gerade gesagt habe. Ich habe den Wagen natürlich behandelt, als wäre es mein eigener. War schon gut der Joke, ne? Vielleicht kann ich mir leisten. Ich fahre nur mit. Ja, viel Spaß euch, ne? Ja, danke dir, Mann. Ach, lauter als erwartet. Hast du was machen lassen? Ey, der war wirklich lauter als erwartet, der Wagen. Weil ich dachte eigentlich, der ist voll leise, weil der ja ein Turbo ist. Aber der war trotzdem, hatte trotzdem echt einen guten Sound. Nee? Nee? Serie. Nein. Ich schwöre. Echt jetzt? Ja. Ach, krass, ey. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. So ein geiler Wagen, Alter, ehrlich. So geil. Batal! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von Daniel Abteur. Ah, der hat ja noch den Tacho mit aufgenommen. Das ist ja ultra smart. Das ist ja super smart. Ja, der hat es direkt verstanden. Lass mal hier nicht rübergehen. Ja. Grüße gehen raus, Digga. Wir sind hier im Porsche GT2S unterwegs, ja? 240, 250, 260, 270. Ja, es ist entspannt, Digga. 270. Und hoffentlich zieht der jetzt rüber und das Wasser komplett in diesem Sinne. Meine aller Jakuten. Boah, das ist... 300. 310. Ey, wie der das einfach fährt, als wäre es wirklich, 200. 320. 330. Digga, 330. Wir fahren da einfach 330. Ich glaube, so ein normaler Linienflieger, wie schnell fliegt der? 600, oder? Scheißt man sich da ein als Beifahrer? Nee, also ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Fast 1000, seid ihr sicher, ist 1000 nicht die Flieger, die über Landsee fliegen? Über See Flug fliegen? 800? Okay, dann macht der Vergleich, den ich ziehen wollte, keinen Sinn. Das ist geisteskrank, oder? Es ist geisteskrank. Ich habe mich nur gefragt, wann gibst du endlich Gas? Jetzt der absolute... Porsche Pep Talk von mir. Ich finde den Wagen wirklich geisteskrank. Optisch eine 10 von 10, leistungsmäßig eine 10 von 10, alles drum und dran. Bloß, wenn du jetzt vergleichst mit dem GT3. Nerder Joke. Ey, können wir bitte mal wirklich auch darauf achten, wenn ich probiere lustig zu sein und es einfach nach hinten losgeht, dass wir das wirklich auch wirklich festhalten? Das wäre mir wichtig. Der GT3 RS, ja. Diese Emotion, die du wirklich hast. Digga, das war das Auto von diesem Schäfchen, okay? Und dieses Schäfchen, ich sag's euch, dieser Typ hat einen Wagen, ey, der hat einen angeschrien, dass du wirklich dachtest, was ist denn jetzt los? Ah. Immer diese Österreicher, Digga, mit Flammen aus dem Ausbruch. Junge, so. Er sagt vorher noch zu mir, er sagt so, na weißt, jetzt bin ich 3 Tage hier und dann halt... Hört ihr diese Explosion? Das ist dieses Schäfchen. Hält mich schon zweimal die Polizei mit einem ganz normalen BMW hier an. Ach, es ist der Kollege. Ja, das ist so, ja, das ist schief. Da wusste ich noch nicht, wer es ist. Ach so, Digga. Schau mal das an, Alter. Ach du Scheiße, Digga. Boah, was? Ich glaube, der hat gerade deinen Wagen angezündet. Was? Alter. Der geht aber nicht schlecht, der Digga, Alter. Der geht brutal.
spannend. So, wir haben heute eine Schwierigkeit, weil wir auch ein paar Szenen haben, die wir noch ein bisschen dazu erfunden haben, um zum Beispiel Schäfchen und auch Spendi so ein bisschen auch noch mehr Rolle zu geben. Ansonsten halten wir uns ja wirklich strikt an das Drehbuch von Need for Speed Most Wanted, also an die echte Story. Wenn man das übereinander legt, die Szenen sind wirklich teilweise fast identisch, das ist sehr, sehr geil. Und ich muss sagen, es machen es alle auch extrem gut. Also es ist natürlich gar nicht so leicht, so viele Leute an einen Ort zu bringen, um das hier zu drehen, aber es ist echt ein richtig geiler Vibe. Alle machen das extrem gut, alle sind sehr motiviert, also bisher sehr, sehr hip. Und go. Direkt Rennen gefahren, würden die Blauen sagen. Ja, ich misch mich da nicht ein, Digga, das sollen die unter sich erklären. Okay, oh. Backstreet Boys, Digga. Absolute Backstreet Boys. Und ja. Hey Lulu, Schätzchen, die Gewinner sind doch hier drüben. Und ich glaube, ihr merkt schon, in welche Direction das Ganze geht. Ey, Junge. Ey, also ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ihr das fertige Video seht, ich glaube, dann scheppert's. Fahr erstmal ein paar anständige Rennen. Nein, 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 nein! Bitte nicht ich! Warum bin ich da dabei? Bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nur oder was? Und dann kommt quasi der POV, das ist der A1. Gut! Kommt an, neben dran und du lehnst dich so ins Fenster rein. Na, wie läuft deine Karre? Okay. Also ist auch gewünscht, dass du ein bisschen so dein eigenes Team hast. Also ganz kurz, damit ich dazu sagen kann, ich muss da hergehen und musste dann halt einfach schauspielen, obwohl ich jetzt auch nicht unbedingt Schauspieler bin. Man muss natürlich ganz klar sagen, und das wisst ihr auch selber, ich bin natürlich im Schauspielen, habe ich schon ein gewisses Grundtalent. Müsst ihr zugeben, oder? Gib mir zum Beispiel irgendeine Szene jetzt mal eben und ich kann die euch easy kurz nachspielen. Und dann nehmen wir es ein. Okay. So, das ist die Szene. Komm mal her, komm mal kurz her. Das ist quasi der 1, das ist der SEO. Die Szene stellen wir jetzt nach. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Wer muss das sagen? Genau, das ist diese Dialog ist. Ey, aber ehrlich, der Tag, also der Dreh, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt das Endprodukt mies cringe wird, wie wir geschauspielt haben, aber der Dreh hat übelst Bock gemacht. Ehrlich, es war überlustig. Es war wirklich ein sehr, sehr geiler Tag. Ja. Auch mit Spendi. Normalerweise ist Spendi ja jemand, den kann ich nicht leiden. Aber an dem Tag war es wirklich in Ordnung. Das ist der erste Part. Okay, guys, let's go. Denkst du den Text, na, wie läuft deine Karre? Kann ich mir ohne Zettel merken? Direkt nachdem er... Schwierig. Wird echt schwierig. Ich leg meinen Zettel kurz. Warte, ich übe kurz einmal. Und dann schreist du raus, ruhig. Ein bisschen übertrieben so. Na, und so wie ich geübt habe, hat Schäfchen ernst gemacht. Wie läuft deine Karre? Ja, Schauspiel ist so eine Sache für sich. Es gibt Leute, die können es. Hier kommt Inscope. Es gibt Leute, die können es nicht. Einfach eine Natursache, Naturangelegenheit. Gucken wir gleich mal rein, wie ich mich anstelle. Ich denke mal, beim ersten Take wird es bei mir sitzen. Ich glaube auch. Na, wie läuft deine Karre? Ja! Du hast es nicht gemacht! Willst du uns heute mal kurz zeigen, was wir für Autos am Start haben? Habe ich mir einen rausgehauen, oder Leute? Ja, aber ja, war nicht schlecht der Witz, oder? Na, jede Menge Autos am Start, Leute. Wir haben aber ganz neu hier den Nissan GT-R. Richtig, richtig geil. Passt sehr geil rein, ist auf jeden Fall übertrieben nice. Den werden wir auf jeden Fall auch noch mit einbauen, denke ich mal. Ist der eigentlich Serie? Der ist auf jeden Fall Serie. Das glaube ich nicht. Ich schwöre, du hast keine Vorstellung, wie das vorhin geknallt hat, als der vor uns gefahren ist. Digga. Nein. Du, kennst du deinen Text? Ist es der neue? Hä? Kennst du auch nicht deinen Text? Kennst du deinen Text? Ich habe einen Text. Okay, ihr habt alle. Da steht, ist es der neue? Klar. Update zum Dreh, es läuft sehr gut. Bin sehr zufrieden. Ich finde es auch echt sehr geil hier gerade. Wirklich, der Dreh ist cool. Die Leute sind cool. Sehr entspannte Stimmung hier. Finde ich gut. Nice. Ja. Erst hole ich mir deine Karre, dann hole ich mir deine Kleine. Genau. Okay, und ja. Kannst du mal Daniel fragen, ob er dich mit dem World of One fahren lässt? Ah, Digga, warum bin ich so ein Bastard? Ich hasse mich, Digga.
Ich hab gehört, wir müssen eine Blacklist fahren. Ja, du noch das Outro machen. Es war ein sehr geiler Dreh. Ich habe wirklich sehr viel Spaß gehabt. Es war sehr, sehr geil. Er hat es sehr geil umgesetzt, muss man an der Stelle ehrlich sagen. Er ist mit Herzblut dabei. Das ist immer schön zu sehen, wenn Leute bei Videoprojekten mit Herzblut dabei sind. Nein, ehrlich, ohne Spaß. Es war ein geiler Dreh, geil organisiert. Zwar ein bisschen kalt, aber da stehen wir drüber. Und ich würde sagen, jetzt fahren wir nach Hause, aber welchen? Aber welchen, ja. Ey, geil, Mann, ich freue mich aufs Endprodukt. Es wird zwar wahrscheinlich sehr unangenehm, weil ich halt dabei bin.